www.grundschuldiagnose.de ist ein bundesweites Angebot für Lehrkräfte der Klassen 2 bis 4. Es basiert auf den Bildungsstandards und den darin definierten Kompetenzbereichen und es kann daher lehrwerksunabhängig eingesetzt werden. Die Lehrkräfte können mit dem Programm einfach, schnell und genau die Lernstände der eigenen Kinder ermitteln. Dazu stellt das Programm verschiedene Tests zur Verfügung. Und auf Basis der Testergebnisse ermittelt das Programm individuell für jedes Kind eine eigene Fördermappe. Es gilt zunächst für das Fach Deutsch, Mathematik ist in Arbeit. Lehrer und Schüler sitzen am Computer, aber zeitlich unabhängig voneinander. Die Lehrkraft würde die Tests vorbereiten, würde die für die Kinder freischalten. Anschließend würden die Kinder die Tests bearbeiten. Und wenn die Kinder die Tests fertig bearbeitet haben, ist wieder die Lehrkraft dran. Sie kann sich dann in ihrem Lehrerzugang die Auswertung der Tests anschauen und die Fördermappen ausdrucken. Das wäre der Lehrerzugang. Mit dieser Klasse habe ich jetzt einen Test bearbeitet und unter dem Reiter Diagnostizieren bekomme ich jetzt die Testergebnisse entweder für die gesamte Klasse angezeigt oder auch für einzelne Schüler. Man sieht, die Ergebnisdarstellung erfolgt über einen solchen Farbcode. Dabei steht ein grüner Farbbalken für keinen Förderbedarf, ein gelber für einen mittleren Förderbedarf und ein roter für einen erhöhten Förderbedarf. Diese Diagnose, diese Auswertung kann sich sowohl für einzelne Schüler zusammengestellt werden, als auch für die gesamte Klasse. Der Schüler meldet sich auf der gleichen Seite wie die Lehrkraft an. Er bekommt vorher von der Lehrkraft die Zugangsdaten. Der Schüler wird begrüßt und sieht sofort, welcher Test für ihn freigeschaltet ist. Die Online-Tests haben verschiedene Aufgabenformate. Es gibt Lückentexte, es gibt Drag-and-Drop-Aufgaben, es gibt Texte zum Lesen, wo dann Stellen markiert werden sollen. Es ist natürlich möglich, das zu Hause zu machen, da es ein Online-Programm ist. Wenn die Lehrkraft es lieber in der Schule bearbeiten lassen möchte, wäre auch das möglich. Die Lehrkraft hat sich die Diagnose angeschaut und weiß nun also, wo der Schuh drückt, wo eventuell Lücken bestehen. Und sie kann sich jetzt automatisch vom Programm individuelle Fördermappen auf Basis der Testergebnisse zusammenstellen lassen. Dazu geht man auf den Reiter Fördern, wählt den durchgeführten Test aus und kann sich dann die Fördermappen für die gesamte Klasse oder für ein einzelnes Kind ausdrucken lassen. Ich wähle mal eine Schülerin aus, gehe auf Förderblätter laden und das wäre dann die Fördermappe, die Arbeitsblätter in unterschiedlichen Niveaustufen enthält, je nachdem, wie das Kind abgeschlossen hat. Das wäre ein Arbeitsblatt zur Kompetenz Wörter mit SP, ST und SCH auf dem Niveau sehr leicht. Es ist eine Unterstützung für die Lehrkraft, sie ersetzt natürlich die Lehrkraft nicht.